In diesem Video schauen wir uns Bitcoin an, weil Bitcoin ist hier am Ende des Triangles, was für uns bedeutet, wir werden in den nächsten Tagen eine riesige Bewegung sehen. Ich bin ja aktuell in den 4-Stunden-Kerzen und bei Bitcoin wird es sehr, sehr, sehr spannend, weil wir hier auch aktuell zum ersten Mal seit einer sehr langen Zeit wieder hier die EMA Ribbon halten, was für uns auf jeden Fall ein krass bullischer Indikator ist. Außerdem konnten wir uns hier nach diesem riesigen Fakeout wieder fangen und sind aktuell auf dem 4-Stunden-Chart wieder extrem bullig. Was jetzt genau passieren wird, werde ich euch ganz genau in diesem Video zeigen. Krypto News Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Krypto Deutschland. In diesem Video werden wir uns Bitcoin anschauen. Und bevor ich jetzt hier anfange, schaut auf jeden Fall mal auf meinem Zweitkanal dabei, Krypto Deutschland News. Da haben wir auch eben jetzt ein neues Video hochgeladen und ab heute werden dort auch wieder täglich bis alle 2 Tage neue News-Updates kommen. Da gebe ich mir auf jeden Fall Mühe, dass da regelmäßig Content kommt. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen einiges zu tun. Jetzt wird dort auf jeden Fall wieder aktiv Content kommen. Deshalb checkt auch gerne mal diesen Kanal hier aus. Müsste hier unten im Pin-Comment verlinkt sein und auch in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefällt, drückt auch auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und nochmal vielen, vielen Dank für euren krassen Support hier. Das motiviert mich auf jeden Fall echt, hier auf jeden Fall täglich YouTube-Videos zu machen, wie auch aktuell wieder täglich YouTube-Videos kommen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier mal direkt den Chart an. Und zwar, wir sind jetzt hier seit mehreren Wochen in diesem Symmetrical Triangle, was für uns quasi bedeutet, dass wir hier oben eine Resistance haben und unten eine Supportlinie haben, die zueinander laufen. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, was so ein Triangle an sich bedeutet, ihr könnt euch das so vorstellen, der Preis drückt sich quasi immer weiter zusammen, bis wir hier quasi in diese Spitze reinkommen und dann explodiert der Preis in eine der beiden Richtungen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Richtung ist hier wahrscheinlicher, wie können wir jetzt diese Bewegung traden? Das ist ganz einfach. Wir haben jetzt hier in den nächsten Tagen, werden wir hier ein Breakout sehen. Was ist ein Breakout? Ein Breakout ist entweder, wenn wir die obere oder die untere Linie nachhaltig durchbrechen und dort Candles schließen. Das heißt, wenn wir beispielsweise jetzt die untere Linie nach unten hin durchbrechen, dort eine Tageskerze schließen, dafür müssten wir dann in den Tageschart gehen. Und wenn wir sehen, dass eine Tageskerze außerhalb schließt, wie beispielsweise hier in diesem Fall, das hier war eine Tageskerze, und dann können wir in einen Trade reingehen, weil dann die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass wir weiterhin nach unten gehen, als nach oben gehen, oben hingehen. Und wenn wir hier nach oben hin die Linie durchbrechen, dann haben wir natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, vorausgesetzt wir schließen eine Tageskerze, dass wir dann weiterhin steigen. Meine Preisziele werde ich euch jetzt ganz genau zeigen. Wenn wir die obere Linie nachhaltig durchbrechen mit einer Confirmation, also mit einem Daily Close, und am besten, wir kommen nochmal hier aufs Triangle zurück, wenn wir dafür noch Platz haben, testen den Widerstand dann als Support, dann wäre hier mein Preisziel innerhalb dieser gelben Box hier. Und Minimum hier erstmal wäre mein Preis $42.000, was auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Kursanstieg wäre. Hier könnten wir potenziell einen Trade machen vom Breakout Point bis hier oben hin von ca. 12%. Mit einem 10er Hebel getradet wären das schon 120%, was auf jeden Fall echt krass wäre. Wenn ihr diesen Move traden wollt, egal jetzt in welche Richtung wir ausbrechen, dann schaut mal gerne unten in die Videobeschreibung. Dort kommt ihr nämlich zu Bybit, meinem Partner, und dort könnt ihr bis zu $1.600 Bonus erhalten, je nach Höhe eurer Ersteinzahlung. Und dort könnt ihr dann auch diesen Move traden. In den nächsten Tagen werde ich auch nochmal ein Bybit-Tutorial machen, wo ich ganz genau erkläre, wie diese Seite funktioniert. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier nach unten ausbrechen, und diese Möglichkeit, muss man klar sagen, besteht natürlich auch. Wobei man natürlich jetzt auch sagen muss, es war anfangs hier ein bearishes Continuation Pattern. Das heißt, wir sind von oben nach unten in dieses Pattern reingekommen, was natürlich grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass wir hier auch nach unten hin ausbrechen, wie wir das auch hier gesehen haben. Aber da es jetzt hier ein Fakeout wurde, und diese Vermutung hatte ich ja auch geäußert, dass es sich hierbei um ein Fakeout handeln kann, so habe ich das ganz genau in dem Moment des Breakouts hier an dieser Stelle gesagt. Da hatte ich nämlich ein Video hochgeladen. Da habe ich natürlich gesagt, es könnte hier auch ein Fakeout sein, und ein Fakeout ist wiederum sehr, 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 sehr bullig, weil dann die Bullen hier natürlich alles wieder zurückkaufen und eventuell die Wahrscheinlichkeit dann doch erhöhen, dass sie hier nach oben hin ausbrechen. Was jetzt hier noch für ein Breakout nach oben entspricht, erstmal noch ganz kurz zum Preis hier unten hin. Mein Preis hier unten wären die $31.000, wenn wir nachhaltig nach unten hin ausbrechen.
warum ich persönlich eher glaube, dass wir jetzt nach oben hin ausbrechen werden, ist, weil wir aktuell die EMA Ribbon halten. Und zwar, wir waren jetzt hier sehr, sehr, sehr lange unterhalb der EMA Ribbon, was natürlich heißt, wir sind bearish. Und solange wir uns unterhalb der EMA Ribbon befinden, sind wir bearish, was bedeutet, wir werden Schwierigkeiten haben, steigende Kurse zu sehen. Wir hatten dann hier zwar ein paar Versuche, durch die EMA Ribbon zu kommen, haben es aber nie geschafft, hatten dann hier erst den ersten Versuch, ganz genau an dieser Stelle, um über die 4-Hourly EMA Ribbon zu kommen, haben allerdings hier nicht den Retest bekommen. Wir sind zwar hier einmal kurz gebounced, sind dann aber wieder durchgebrochen und haben die wieder als Widerstand getestet, was natürlich dann auch hier zu diesem massiven Abverkauf geführt hat. Jetzt sind wir zum ersten Mal wieder oberhalb der EMA Ribbon und haben einen Bounce bekommen, was natürlich jetzt hier den Support auf der EMA Ribbon bestätigt, was für mich dann noch ein deutlicher Indikator wäre, wenn wir über das Level von $38.500 kommen, weil wir dann ein Higher High hätten. Und jeder, der sich damit auskennt, weiß ja, dass das dann hier dann in diesem Fall den Aufwärtstrend bestätigen würde. Und was ja auch noch eins der wirklich wichtigsten Level ist, die es jetzt hier zu durchbrechen gilt, dass wir hier weiterhin bullische Preise sehen, ist das Level von $39.500. Warum ausgerechnet dieses Level? Ich mache hier kurz mal die EMA Ribbon aus. Wir hatten hier die ganze Zeit kontinuierlich Lower Highs und hier natürlich auch. Hier unten hatten wir eine Zeit lang Higher Lows, was dann auch eine Zeit lang hier sehr gut funktioniert hat, bis wir dann natürlich dann hier nach unten hin gebrochen sind. Aber wenn man das aus einem größeren Timeframe betrachtet, haben wir hier immer noch Higher Lows. Also hier das erste Low, da das zweite Low. Und wenn wir jetzt natürlich über dieses Level kommen, hätten wir auch das erste Higher High auf dem Daily Chart wieder. Ich werde es euch jetzt einmal schnell auf dem Daily Timeframe zeigen, weil dort sieht man das natürlich nochmal ein Stückchen besser. Dann hätten wir hier, weil hier hatten wir natürlich ein ganz klares Higher Low. Und wenn wir jetzt hier rüberkommen würden, hätten wir hier ein Higher High und wären dann tendenziell wieder hier im Aufwärtstrend, wenn man den einmal dann so ziehen würde. Und das wäre natürlich extrem bullisch. Das heißt, hier könnten wir dann wieder vom Bearischen ins Bullische flippen. Schauen wir uns nochmal die EMA Ribbon hier auf dem Daily Chart an. Dort sehen wir, dass wir hier aktuell noch nicht durch die EMA Ribbon kommen. Es wäre natürlich sehr wichtig, dass wir mit der Zeit durch die EMA Ribbon kommen. Und wir können uns ja mal anschauen, wie es aussah, als wir oberhalb der EMA Ribbon waren. Und zwar war das zum Beispiel hier, als wir dann quasi alle 3-4 Wochen neue All-Time Highs gesehen haben. Wir waren immer oberhalb der EMA Ribbon, hatten die EMA Ribbon quasi als Support, was für uns bedeutet, wir fallen in die EMA Ribbon rein und stellt euch das vor wie ein Trampolin, wir federn uns einfach wieder hoch und das funktioniert dann hier die ganze Zeit, bis wir die EMA Ribbon dann hier an dieser Stelle durchbrochen haben. Haben wir die hier zum ersten Mal durchbrochen und haben sie dann hier als Widerstand getestet und das hat dann dazu geführt, dass wir bearish wurden und extrem tief gefallen sind. Jetzt kann hier das Reversal kommen, das heißt, dass wir wieder durch die EMA Ribbon gehen und da müssen wir natürlich dann das Level hier von $42.000 erreichen. Deshalb ist dieses Level mir persönlich auch so wichtig, dass wir das hier packen, weil wenn wir dann durch die EMA Ribbon nach oben hinkommen, dann wären wir auf jeden Fall wieder bullish und hätten die EMA Ribbon als Support und würden mit der EMA Ribbon gemeinsam wieder steigen, was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bullish für den Bitcoin wäre. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf jeden Fall bei diesem Video den Daumen nach oben. Wenn ihr traden lernen wollt, also die Kurse so analysieren, so wie ich das kann, klickt man gerne auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr meine Trades 1:1 übernehmen wollt, klickt man gerne hier auf den zweiten Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, das war es ja erstmal soweit von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, drückt den Daumen nach oben. Geht auch gerne hier auf meinen Zweitkanal, wo jetzt News-Updates kommen. Das ist auf jeden Fall auch extrem krass, dieser Kanal. Hier haben wir auch einen professionellen Sprecher, der euch hier diese News dann perfekt präsentiert. Die News werden hier natürlich mit mir gemeinsam von meinem Team ausgearbeitet. Schaut auf jeden Fall bei diesem Video vorbei. Drückt da mal den Daumen nach oben, dass wir hier zumindest mal die 100 Likes schaffen auf meinem Zweitkanal. Ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video und bis dann und ciao.